Hallo Leute, heute mache ich mein erstes Unboxing-Video und zwar zu der ersten Box von Sailor Moon. Ja, fangen wir auch direkt an. Von Sailor Moon wird es insgesamt 10 Boxen geben. Das ist die erste Box, enthält Episoden 1 bis 23. Ist quasi die Hälfte der ersten Staffel. Enthalten sind die Sprachen Deutsch, Japanisch, Untertitel sind Deutsch. Als Extras gibt es ein Booklet und 4 Sticker. Ja, die deutsche Version ist leider nur in der RTL 2 Fassung vorhanden und die japanische Version ist remastered mit deutschen Untertiteln. Dann fangen wir auch direkt mal an, es auszupacken. So. Das FSK-Kennzeichen ist im Übrigen auf der Folie drauf. Das heißt, wie ihr gleich sehen werdet, es ist ab. So. Ja, das ist die Box, dann packen wir es mal aus. So. Hier haben wir das Sailor Moon Logo, da haben wir ein Sailor Moon Logo und da haben wir ein Sailor Moon Artwork, wo auch das FSK-Kennzeichen fest aufgedruckt ist. So, wenn wir es aufmachen, sehen wir hier auch Sailor Merkur und Sailor Mars. Ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum auf der nächsten Box, auf Box 2, Sailor Jupiter drauf ist, weil man hier jetzt schon Merkur und Mars quasi drauf hat. So. Und dann haben wir auch schon hier die DVDs. Habe hier schon mal einen ersten Einblick. So, hier haben wir auch die Sticker, die quasi dazu sind, wo dann am Ende dann noch ein Stickerheft in der 10. Box mit drin ist. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Ja, relativ, ich sag mal, uninteressant. Und dann haben wir hier ein Booklet. Vorne, von hinten. So, dann gucken wir da mal kurz rein. Dann haben wir hier Charakter Guide. Artwork. Weitere Charakterguide. Die Verwandlungsbroschen, die Gegenstände und Zauber. Und hier rechts haben wir noch einen Episodenguide. So. Ja, und das waren auch schon der komplette Inhalt der ersten Box. Ich werde gleich noch ein paar Vergleichsbilder zwischen der deutschen Version und der japanischen Version einblenden. Und dann war's das auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Ja, eins habe ich vergessen noch zu sagen, wie man hier sieht, das Box 1, wo drauf steht, Episode 1 bis 23 und der Hintergrund, es glitzert. Ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. Dann, tschüss.